Der große Drehmarathon Babyblau. Was ist das für ein Auto? Das ist der neue Land Rover Defender. Ja, das ist eben die Weiterentwicklung dieser Legende. Also es gibt ganz wenige Offroad-Legenden. Da gibt es die Mercedes G-Klasse, den Jeep Wrangler und eben auch diesen Land Rover Defender. Und das ist zum Beispiel der da hinten, das ist auch ein Defender. Das ist im Endeffekt der Vorgänger von dem hier. Mhm. Aber warte mal, wir schauen uns den mal kurz an, wenn du kurz mal mitkommst. Das ist auch ein Defender, das heißt, der fährt so oder so ähnlich, zum Beispiel im Phantasialand. Ja, genau, da gibt es so eine Bahn, ne? Habe ich ja schon mal gesehen. Ja. Eine Bahn, da steht daneben. Der ist komplett aus Alu, der ist sogar genietet, glaube ich, oder? Oh, das bin ich jetzt überfragt. Wir machen nur den neuen Defender, oder doch einen alten Defender machen wir auch, aber eigentlich nur Räder. Cool, hier vorne steht er. Das ist praktisch der Vorgänger. Ist dasselbe Auto. Und die haben ja auch versucht, Anleihen da hinzukriegen. Ist schon gelungen, oder? Also ich hätte mir ein bisschen mehr Vergangenheit am neuen gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Mercedes hat es da perfekt gemacht bei der G-Klasse, weil die halt eigentlich fast optisch nicht zu unterscheiden ist von der alten G-Klasse. Und der Defender ist halt ja einfach schon ein neues Auto. Und ja, wird auch von der Defender-Gemeinde nicht so angenommen wie jetzt die neue G-Klasse zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir gefällt das Auto wunderbar, aber ob es jetzt wirklich ein Defender ist, ist die andere Frage. Aber es ist ein wunderschönes Auto. Und es hat ein Dachzelt, was die Simone so mag, das hier vorne drin ist. Das ist ganz wichtig. Wir kommen vielleicht später nochmal zu euch, dass wir das machen. Denn sie haben coole Autos hier, MAN. Wir schauen uns das gleich mal an. Nochmal zurück zum Defender. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat auch eine Zeitung, der macht so ein Hochglanzmagazin Offroad, der fährt einen Defender. Und der hat mir gesagt, du kannst damit fast so viel machen wie mit einer G-Klasse. Jetzt ein bisschen mehr mit eurem Umbau. Ja, hoffentlich. Also wir haben an dem, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel verändert. Also wir haben im Endeffekt nur die Räder gewechselt. Die Räder sind jetzt natürlich deutlich geländegängiger. Das sind diese BF Goodrich, die eigentlich jeder zurzeit haben will. Das ist wirklich so ein Hype, fast schon wie beim iPhone. Jeder will die BF Goodrich haben, weil die einfach ein tolles Profil haben. Und der große Vorteil ist, dass man die auch halt im Winter fahren kann, weil die auch ein Schneeflockensymbol haben. Also man muss keine Räder mehr wechseln. Der ist auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Aber Reifenpreise sind auch explodiert, oder? Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Man muss immer schauen. Teilweise sind sie auch nicht lieferbar. Es gibt da echt ganz große Probleme. Aber ist er höher jetzt? Der ist nicht höher, nee, der ist serienmäßig. Ja. Das heißt, der wirkt nur auf der anderen Seite, weil er hier hinten auf einer... Genau, ja. Wir haben uns diesmal auf so Rampen gestellt, dass man halt einfach so die Verschränkung ein bisschen sehen kann. Bei Offroad-Fahrzeugen ist die Verschränkung immer so ein ganz großes Thema. Wenn ich fragen darf. Das eine Rad ist zum Beispiel hier weiter oben als vorne. Oder als hinten. Das heißt, die Achsen müssen halt auch mitspielen, das Luftfahrwerk muss mitspielen, bei dem ist ein Luftfahrwerk verbaut. Also hier ist es jetzt aber so, dass es vorne höher ist, oder? Vorne ist das Rad unten, aber es geht eher um die Seite. Also dass das Rad hier an der Seite unten ist und das sieht man hier eigentlich ganz gut, wenn du mal hinten hinguckst. Der ist hinten schräg und vorne gerade. Genau, und es ist eigentlich noch nichts. Also im Gelände oder so kann man das noch viel extremer machen. So, ja. Wir zeigen das mal gerade da hinten. Ach so, dass wenn ich quasi über einen großen Stein fahre, dass ich... Ah ja, verstehe. Okay. Da vorne, da steht einer auf einer Achse über einem Baumstamm drüber. Das ist schon ein bisschen mehr, das ist aber auch, da geht noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt immer so, wie maximal man ein Fahrzeug verschränken kann, desto besser ist halt auch im Gelände, weil halt Gelände halt nicht eben ist. Ja, das ist klar. So, hier sieht man sehr schön, hier ist das Hinterrad. Das Hinterrad steht jetzt auf dem Baumstamm und das diagonal gegenüberliegende Rad steht auf einem anderen Baumstamm. Ja, das heißt, der ist komplett verschränkt. Ja. Ja, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, das wäre für die Optik, aber jetzt hat es ja doch einen anderen Sinn. Ja. So, das wäre jetzt zum Beispiel einer, der Holz transportiert. Das tut er ja hier mit so einem Biest, was da ist. Und hier vorne steht er auch nochmal auf dem Baumstamm. Und das schafft natürlich eine enorme Verschränkung hier auf der Seite. Das ist, ich lese hier immer diese Cooper Tires. Da habt ihr auch Mützen vorne. Was ist denn das? Genau, ja, das ist ein enger Partner von uns, mit denen wir halt ganz eng zusammenarbeiten, auch auf dieser Messe. Wir haben es immer ganz gern, wenn wir auf dem Stand nicht nur das Delta-Team sind, sondern auch ein paar Freunde und Partner da haben. Das ist einmal Cooper eben und auch die Offroad ist zum Beispiel dieses Jahr mit uns am Stand. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, ja, was ziemlich cool ist, die haben auch richtig große Reifen. Was ist das hier für ein Reifen? Das ist der Cooper, der STT Bro, das müsste ein 40 Zoll Reifen sein, also wirklich ein riesiger Reifen. Genau, wenn ich mal gerade daneben stelle, Simone, ich brauche mal so einen kleinen Größenvergleich. Kann man aufstellen? Genau, ich stelle mal hoch. Ist das so ein Reifen, mit dem du Sport machen kannst? So ein bisschen aufheben, hinschmeißen? Ja, da kann man, also so geht es zum Beispiel leichter, sorry, aber wenn man halt den, da gibt es ja diese in Fitnessstudios gibt es so Reifen, wo man dann halt so... Solche haben wir auch bei uns auf, ja, echt drin. Ja. Ich zeig das mal, dass man das sieht. Hier, mein Fuß dagegen. Ziemlich dramatisch aus, ja.
Ja, sehr cool. Wenn das noch ist mal der Extrem der Reifen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, kein Fahrzeug aktuell, wo wir so einen riesen Reifen verbauen. Also. Gut, das ist ja, ich meine, die zeigen ja auch das Machbare hier, ja, wahrscheinlich. Richtig, ja. Ja. Das ist die Messe dafür da, um das Maximale zu zeigen. Und das ist natürlich toll, wenn man so einen Reifen sieht mit so einer riesen Flanke. Also das ist schon eine tolle Sache. Das ist auch Fahrkomfort, so eine Flanke, oder? Ja klar, desto mehr Reifen man hat, desto besser federt man im Endeffekt auch. Aber dafür muss man sagen, in Kurvenfahrten zum Beispiel ist es besser, wenn man wenig Reifen hat und viel Felge. Also zum Beispiel Sportwagen haben ja normalerweise immer ganz große Felgen, dass wenn man halt in der Kurve ist, dass der Reifen dann nicht so walken kann, heißt es. Walken. Ich zeig das mal gerade hier vorne, haben wir uns ein Video gemacht. Wer das Auto sehen will, ein Porsche 992. Also 911, 992 und der, ich sag mal, der ist schon relativ breiter Reifen, der kann beides, oder? Ja, also der ist halt so ein Kompromiss im Endeffekt. Wir mussten eine große Felge nehmen, auf jeden Fall, wegen der großen Bremsanlage von Porsche. Und halt der Reifen kann jetzt zum Beispiel halt in Kurvenfahrten nicht walken. Aber klar, noch ein größerer Reifen wird das schwierig unterzubringen. Da hätte man im Gelände natürlich noch ein paar mehr Vorteile. Komm, wir gehen nochmal zurück, dass wir das sehen. Das heißt, Dachgepäckträger ist auch von euch? Der auf dem Defender? Ja. Nee, der ist von Frontrunner. Mit dem arbeiten wir auch ganz eng zusammen. Und ja, der ist von Frontrunner. Aus dem Schwabenland, Frontrunner. Frontrunner, nee, die sind, ich glaube, Hannover. Also, das ist ja eine riesen Firma. Die kommen ursprünglich aus Südafrika. Aber die haben eine deutsche Niederlassung und das sind auch ja, super Jungs. Das sind, haben ja auch einen Stand, müsst ihr auf jeden Fall besuchen. Also, hier ist Luftfederung, wenn du der Simone noch kurz erklärst. Was ist Luftfederung? Also Luftfederung ist normales Fahrwerk, arbeitet halt nicht selber, sondern wartet halt auf Verschütterungen. Ja. Und beim Luftfahrwerk, das kann sich halt selber regulieren. Also du kannst das Fahrzeug zum Beispiel auch, wenn es steht, runterfahren oder hochfahren. Aha. Und verschiedene Modi gibt es dann halt. Ich muss aber kann ich mir das vorstellen wie eine Federung beim Fahrrad? Da gibt es ja auch verschiedene Federungen. Da gibt es auch Luftfedern. Gibt es auch Luftfedern? Ja, ich bin kein Biker, aber. Kannst du ja, also da kenne ich mich anscheinend besser aus beim Biken. Auch, ja. Also die Luftfeder ist so, man kann den Luftdruck ja anpassen und das kann man hier dynamisch während der Fahrt machen. Ja, genau. Das heißt, das Auto regelt es teilweise selber. Was dazu sagen muss, ist halt, das Luftfahrwerk ist halt teilweise schon fehleranfällig. Und das heißt, wenn man halt dann wirklich mal einen defekten Luftbalk oder so hinten hat, dann wird es halt schwierig, da auf schnell einen Ersatz zu finden, zum Beispiel in irgendeiner Wüste oder wo auch immer. Viele Puristen, die wollen halt einfach lieber ein normales Fahrwerk haben. Oh, der ist schön, der fährt richtig gut. Ich bin mal gefahren hier, Abenteuer Allrad. Die bieten das ja an, dass du das Auto fahren kannst. Der fährt quasi vollautomatisch. Ja, also die Land Rover ist hier auch auf der Messe, da kann man die Fahrzeuge probe fahren. Ja, habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Das war ein super Parcours. Ja. Nee, also Land Rover ist hier ganz groß vertreten. Ich glaube, als fast einziger Hersteller. Ich glaube, Jeep ist noch da. Letztes Jahr war Porsche sogar hier. Das war eine ganz coole Sache, aber dieses Jahr leider nicht. Nee. Ja, ist auch voll foliert. Also, ihr habt, und hier sieht man sehr schön die Verschränkung, deswegen dachte ich mir, ihr hättet den höher gelegt. Nee, ist nicht, oder? Nee, leider nicht. Wenn das den so höher legen, das wäre natürlich schon eine Nummer auf jeden Fall. Ja. Wäre eine Nummer. Wir sind bei Delta 4x4 zusammen mit Simone, erster Einsatztag, und Sebastian. Sebastian, was ist genau deine Aufgabe? Marketing? Ich mache ja Marketing bei uns. Unsere Firma ist nicht so groß, aber ich kann euch natürlich auch gern beraten oder Sachen verkaufen, wie auch immer. Wenn ich zu euch komme, kann ich da was sehen, wie was gefertigt wird? Ja klar, also ihr könnt jederzeit mal zu uns kommen. Wir haben auch so eine CNC-Maschine, wo wir die Felgen dann teilweise anfertigen, kann man auch gern zeigen. Unser Lager ist bei uns, unsere Werkstätten sind ein, zwei Ortschaften weiter weg. Aber ja, wir haben auf jeden Fall einiges. Seid ihr herzlich eingeladen. So, machen wir noch ein Startfoto. Wenn du mal gerade einsteigst auf der Fahrerseite, dann ja. Dann schießt man noch ein Foto. Vielleicht für euch. Und gar nicht so einfach hier hochzukommen. Ist richtig hoch, oder? Letztlich, aber ja, gut, der Sitz wäre jetzt ein bisschen weit. Der Sitz wäre ein bisschen groß. Aber es ist so, ich sag mal so, junge Leute haben ja oft nicht das Geld, dass sie also irgendwie rausfahren wollen, aber das Geld ist es nicht. Du kannst auch kleine Fahrzeuge richtig schön umbauen, dass du damit Offroad fahren kannst. Aber auch, ich sag mal, 4x4 wird immer teurer, auch gebraucht. Ja, wie alles, ne? Also alles wird immer ein bisschen teurer, aber ich glaube, man kann sich, wenn man selber ein bisschen was macht oder wenn man vielleicht mal ein Schnäppchen findet, auf jeden Fall trotzdem tolle Touren machen. Also es gibt ja auch Fahrzeuge, die Chimney zum Beispiel ist so ein Einstiegsmodell, kann man glaube ich sagen. Und ja, es muss ja nicht immer der neueste G63 sein. Was wäre denn so das Mindeste, was man denn machen müsste, wenn man sagt, man will Offroad unterwegs sein, man will Camping machen und so weiter? Was wäre da die Grundausstattung, was würdest du sagen?
Also wenn man sagen wir auch mal ein bisschen offen unterwegs sein will oder auch zum Beispiel auf dem Campingplatz kein Problem haben will rauszukommen, würde ich eigentlich auf jeden Fall AT-Reifen empfehlen. Also solche Reifen mit ein bisschen gröberem Profil. AT heißt All-Terrain. All-Terrain, genau. Ja. Es gibt auch Matterra. Das ist für 99% der Einsatzzwecke, glaube ich, übertrieben. Aber das ist wichtig und ja, teilweise kann man die auch auf die Serienfelgen drauf machen. Da muss man nicht mal eine Felge kaufen. Im Optimalfall ruft man natürlich bei uns an und bestellt schöne Kompletträder. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist das schon eigentlich das, was man eigentlich braucht. Und ja, die anderen Sachen sind natürlich auch noch schön. Erhöht den Böschungswinkel in die Höhe legen zum Beispiel. Aber Räder sind so eigentlich das Wichtigste, meiner Meinung nach, im Offroad-Bereich. Ja, sehr schön. Ja, du machst ein gutes, einen ziemlich guten Eindruck im babyblauen. Preis von dem Auto, wie liegt der? Wahrscheinlich über 100, oder? Was weiß ich gar nicht. Also, ist egal. Wir werden es nie erfahren. Aber ich frage dich auch nie wieder kalt, was er kostet. Nee, jetzt haben wir eben die GG. Was hast du gesagt, 45? Ja, erstmal. Aber er hat mich auch dazu gedrängt. Ja, so ist das. Danke fürs Einschalten. Sieht er noch ein bisschen martialisch aus hier mit den Schrauben. Erinnert so ein bisschen an Delta. Ja, also mir gefällt das Auto wirklich wunderbar, aber wie gesagt, ich hätte mir so ein bisschen mehr Defender beim neuen Defender gewünscht. Aber es ist ein tolles Fahrzeug auf jeden Fall. Absolut, ja. Auch die haben ja gehadert. Also ich bin immer froh, wenn ich das Auto mal bewegen darf. Ja. Danke fürs Einschalten. 15. Juni, Abenteuer Eira 2022 bei Delta, der Offroad Company. Tschüss. Ciao, vielen Dank.